Hey meine Lieben, ich habe einen neuen Text für euch. Ich weiß nicht wirklich, ob man das noch Poetry Slam nennen kann, aber es ist mir ein Anliegen. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Mit jedem Atemzug. Stursallee 43, idyllische Wohnanlage, Erdgeschoss, vor 2 Wochen. Mit jedem Atemzug erscheint Roland das Gejaule der biestigen Viecher lauter. Catfight extrem und das schon seit Stunden. Er will doch nur schlafen. Diese Katzen im Garten erfordern Taten. Er muss sich beraten. Vielleicht ein Spaten? Okay, das wird zu heftig. Trotz der Hitze schließt er erstmal das Fenster. Kräftig mit Schwung. Vielleicht sind sie dann endlich stumm. Und zack, da klingelt sein Wecker. Wie dumm. Rolands Kopf dröhnt und der Catfight ist beendet. Welch Ironie. Auf dem Weg zur Arbeit hört er noch immer diese Katzenjammer-Melodie. So kann das nicht weitergehen. Seine Taschen auf dem Fahrrad gefüllt mit Briefen und er tritt in die Pedale. Slalom um Slalom versucht er, den Trittminen auf den Gehwegen zu entfliehen, doch trotz aller Disziplin ist es soweit, als er vom Fahrrad steigt. Ich hasse Tiere. Fast an jeder vierten Tür bellt es laut und ihm platzt der Kragen, als der Terrier von Frau Hagen in seine Waden beißt. Aus, Uwe, Uwe, aus! Das macht er sonst nicht. Und er denkt sich, na sicherlich, das war ja auch das erste Mal. Zum Feierabend wird eingekauft und er stellt sich die Frage, was er alles braucht und ob es später in seinem Vorgarten wohl wieder faucht. Stursallee 43, 2. Stock. Sonntagabend, heute. Isabels Gesicht ist eingefallen und hager, geziert von Blässe und tiefen Augenringen. Sie sitzt dort allein auf dem Sofa, denn vor 3 Wochen ist ihr Mann gegangen. Isabel würde Roland, wenn sie es wüsste, wohl Folgendes sagen. Lieber Roland, du weißt nicht, wie es ist, wenn du ein Wesen hast, das dich abgrundtief und völlig bedingungslos liebt. Du weißt nicht, was es heißt, wenn du einen Freund an deiner Seite hast, der dir in der dunkelsten Zeit den Weg aufweist und zeigt, dass dort Dinge sind, für die es sich lohnt, da zu bleiben. Ein Wesen, das dich immer und immer wieder flink zum Lachen bringt und dich dadurch zwingt, dass du nicht zu tief versenkst. Du weißt nicht, wie es ist, wenn du an einem Sonntagnachmittag im Schneidersitz auf dem Sofa sitzt und dein Hund nach einer Gassirunde hechelt und hechelt und hechelt und röchelt und so schnell hechelt, dass es nicht normal sein kann. Du weißt nicht, wie es ist, wenn du spürst, wie das Herz deines Hundes immer schneller und schneller schlägt, der ganze flauschige Körper bebt, ein lautes Husten, alles voll mit Blut, wildes Zittern, Schaum vom Mund, ein Kopf, der bewusstlos und schwer auf deinen Schoß herunterfällt. Du weißt nicht, wie es ist, wenn du ein 50-Kilo-Hund vor lauter Adrenalin, zitternd vor Angst, ganz ohne Probleme auf den Beifahrersitz hiefst, du während der Fahrt auf den Brustkorb deines Hundes schlägst und dich machtlos fühlst, weil du nicht weißt, wie Wiederbelebung bei Hunden geht. Du weißt nicht, wie es ist, wenn du auf dem Parkplatz der Tierklinik stehst und der Arzt dich mit einem hoffnungslosen Blick ansieht, während er den schlaffen Körper auf die Liege legt, wenn diese braunen Augen dich plötzlich doch wieder anschauen. Nicht wie sonst gefüllt mit Freude und Dankbarkeit, sondern mit Angst, als würden sie sagen wollen, dass es gerade wirklich schlimm ist. Du aber bitte nicht traurig sein sollst. Du dir Hoffnung machst, bevor du siehst, wie das Leben mit jedem Atemzug immer mehr entflieht. Du nicht willst, dass er leidet und nicht willst, dass er geht, obwohl er sich gerade so sehr danach sehnt. Und mit jedem Atemzug schlägt das Herz von Bruno leiser. Mit jedem Atemzug siehst du das Wesen mehr aufgeben, bis der Atem an deinem Unterarm dich ein letztes Mal berührt, dich das Lakritznäschen noch kurz anstupst und du spürst die Liebe geballt in einer letzten Ladung wie eine Ermahnung, die dir sagt, dass es jetzt soweit ist, dass er endgültig geht, du aber bitte, bitte weiter bestehst und nicht zu traurig bist, denn das ist das, was ihm sogar jetzt noch wichtig ist.
Und mit dem letzten Atemzug, da ist es geschehen. Lieber Roland, du musst verstehen, dass ich dich dafür hasse, dass du an diesem Abend vor 2 Wochen einkaufen gehst. Hackfleisch, Rasierklinge und Rattengift, geformt zu Kugeln, um Wesen zu ermorden, die dir Sorge bereiten, wie du abends einschlafen sollst? Nun danke, dass du in die Hundescheiße von einem Hund getreten bist und dass das anscheinend deine größten Sorgen sind. Und ich hoffe, dass du irgendwann verstehst, wie sehr ein Hund vielleicht jemanden trägt, der alleine nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Lieber Roland, ich hoffe so sehr, dass bei dir irgendwann irgendwie die Vernunft einkehrt und auch du einmal erfährst, was Liebe ist. Denn du hast sie mir genommen und jetzt ist alles endgültig zerronnen wie die Eiswürfel auf einer Herdplatte. Und mit einem letzten Atemzug sage ich dir, ich hasse dich. So, so sehr, und ich wünschte, ich wüsste, dass du es warst, der mir an diesem Tag das Wichtigste aus meinem Leben nahm, denn ich bin die, die nicht mehr schlafen kann. Wie du es mit dieser Gewissheit kannst, das bleibt mir unergründlich.